Das schönste Geschenk für den Weihnachtsmann von Andrea Schober. Durch die dunkle Nacht am Himmel hört man ein freundliches Gebimmel. Ein kleines Licht leuchtet hell. Der Weihnachtsmann, der fährt sehr schnell mit seinem Schlitten auf die Erden, denn es wird wieder Weihnachten werden. Und während er landet zwischen den Bäumen, liegen die Menschen in Betten und träumen. Der Weihnachtsmann hätte in dieser Nacht ihnen allen etwas mitgebracht. Jeder hat bei ihm Wünsche frei und für alle hat er was dabei. Auf der Reise durch den Wald wird's dem Weihnachtsmann schnell kalt. Er deckt sich zu mit einer Decke, die Rentiere ziehen ihn die Strecke. An jedem Haus halten sie an, damit der Weihnachtsmann aussteigen kann. Er lädt Geschenke in seinen Sack und nimmt diesen dann Huckepack, legt sie im Haus unter'n Tannenbaum oder verteilt sie im ganzen Raum. Die Lichter am Baum zündet er noch an und weiter zieht der Weihnachtsmann. Durch Dörfer und durch Städte reist er, im Geschenkeausteilen ist er Meister. Die ganze Erde in einer Nacht, während der Mond am Himmel lacht. Kommt am Morgen die Sonne raus, fährt der Weihnachtsmann wieder nach Haus. Die Kinder wachen nun bald auf und freuen sich schon sehr darauf, zu sehen, was in letzter Nacht der Weihnachtsmann ihnen hat gebracht. Die leuchtenden Kinderaugen dann sind das schönste Geschenk für den Weihnachtsmann. Ja, und damit willkommen hier zu meinem 6. Adventskalender-Türchen. Ich hoffe, ihr habt die kleine Geschichte genossen, beziehungsweise das kleine Nikolausgedicht. Übrigens, einen wunderschönen Nikolaustag wünsche ich euch allen. Und zu diesem Anlass gibt es natürlich auch bei mir wieder ein kleines Gewinnspiel. Ja, diesmal in Zusammenarbeit mit Nintendo. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle an Nintendo, die mir die Preise für euch gesponsert haben, damit ich euch eine Freude machen kann. Aber was könnt ihr denn heute hier gewinnen? Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr könnt gewinnen. Diesmal wird es 3 Gewinner geben wieder. Und ja, der erste Gewinner bekommt Layton's Mystery Journey für die Nintendo 3DS. Der zweite Gewinner bekommt Miitopia für die Nintendo 3DS. Und der dritte Gewinner bekommt ein kleines Merchandise-Paket zugeschickt mit verschiedenen Stickern von Mario, Pokémon Ultra Mond und Pokémon Mond oder Sonne oder wie das heißt. Und einen kleinen Taschenspiegel ist dabei, ein paar Postkarten sind dabei, ein Staubtuch, würde ich mal dazu sagen, im Mario-Style ist dabei und ein paar von diesen kleinen Pins, die man sich so dran pinnen kann irgendwo in verschiedenen Formen. Also es gibt welche von Zelda oder eins von Zelda auf jeden Fall, das dabei ist. Eins von Yokai Watch, eins ist, glaube ich, von Splatoon und das letzte ist, glaube ich, auch von Zelda, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall ein paar schöne Kleinigkeiten, um euch den Nikolaustag ein wenig zu versüßen, hoffe ich. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Folgendes. Ihr müsst mir einfach nur eine Frage wieder beantworten. Und zwar, was ist das schönste Geschenk für den Weihnachtsmann? Die Antwort einfach wieder in die Kommentare schreiben. Der Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel ist der 9.12. Wichtig natürlich, so wie immer, wenn du unter 18 Jahren bist, frag bitte deine Eltern, ob du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Ja, mehr gibt's eigentlich dazu auch schon gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Nikolaustag und wir sehen uns oder hören uns dann morgen im nächsten Türchen wieder. Bis dahin, tschüssi!